Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Bukopolis und heute habe ich für euch, wie ihr wahrscheinlich im Titel bereits gesehen habt, die Rache des Sub Mai. Wir gucken uns die Bücher an, die im Mai bei mir eingezogen sind, Mai 2021 glaube ich. Und die Rache des Sub wird ja jetzt etwas anders stattfinden. Und zwar wird es jetzt so ablaufen, dass ich mir die Bücher raussuchen werde, die im Mai bei mir eingezogen ist. Alle Bücher, die ich davor hatte, habe ich mich bereits damit auseinandergesetzt und auch etwas schon aussortiert. Alle Bücher, die jetzt ab Mai, also ab Rache des Sub Mai, auf die Rache fallen werden, werde ich ein Trial Chapter dazu filmen und an dem Trial Chapter entscheiden, ob ich das Buch weiterlesen werde oder ob ich es direkt aussortiere. Und das wird eigentlich alles schon sein. Ich werde mir keine Frist für gelesene Bücher setzen, weil ich ja jetzt eher an die Reihenabbau-Challenge gehen möchte. Ich möchte meine Reihen abbauen. Ich möchte aufhören, so viele Reihen am Stück, also ich möchte aufhören, so viele Reihen anzufangen. Ich möchte aufhören, so viele Reihen zu kaufen, bevor ich die anderen gelesen habe. Und das ist momentan meine Priorität. Und deshalb macht es keinen Sinn, noch hunderte von Reihen anzufangen. Und das wird zwangsläufig durch die Rache des Sub passieren, weil gerade in den ersten Jahren, in denen ich Bücher gekauft habe, super viele erste Bände eingezogen sind. Super viele neue Reihen eingezogen sind, besonders im Jahr 21, 22. Dementsprechend, ich würde einfach nur einen Haufen neuer Reihen anfangen und würde nicht vorwärts kommen. Ich würde ich merke schon, dass ich bei manchen Reihen einfach den Anschluss verliere. Das ist halt absoluter Schwachsinn und ich kann mich nicht Rache des Sub widmen und gleichzeitig meine Reihen abbauen. Das geht einfach nicht, zumal sich mein Lesepensum um einiges, gesunken ist. Ich lese viel weniger, so die Hälfte ungefähr von dem, was ich vorher gelesen habe. Und dementsprechend muss ich das jetzt anpassen, möchte ich das jetzt auch anpassen, mein Kanal, meine Regeln. Danke nochmal für die ganzen lieben Kommentare zu dem Video, wo ich schon mal dazu gedreht habe. Und Rache des Sub läuft jetzt ganz anders. Also tut mir leid auch für die Lichtverhältnisse, die Sonne kommt mal raus, mal ist sie weg. Wir schauen uns die Neuzugänge von Mai gemeinsam an. Ich werde sie mir alle raussuchen, die Bücher, die ich nicht gelesen habe. Und dazu wird es ein extra Video geben. Und zwar, es ist ein XL-Neuzugänge-Video. Also wir werden... Ich fange mit dem E-Book an, was ich euch direkt hier einblenden werde. Das ist eine Kurzgeschichte zu der Love Next-Reihe. So wie ich auch schon in meinem Avell-Unpacking angekündigt habe, wird dieses Buch wahrscheinlich bei mir einziehen. Und so ist es auch gewesen. Ich habe mir When We Begin von Anne Petzold geholt und... Also als erstes ist ein E-Book eingezogen, When We Begin. Das ist eine Kurzgeschichte zu dem Love Next-Universum. Ich glaube, die Bücher habe ich tatsächlich noch da. Ich habe schon gedacht, ich hätte sie schon aussortiert. When We Begin habe ich gelesen, fand ich ganz toll. Eine tolle Zusatzgeschichte zu der Trilogie. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Ist schon gelesen, also kein Fall für die Rache. Ich glaube, ich fange mit einem Rezensionsexemplar an, und zwar ein ganz, ganz kleines Buch. Und zwar hatte ich mir angefragt, Jeder Mensch von Ferdinand von Schirach. Und nachdem ich Gott und Terror von ihm gelesen habe, bin ich sehr begeistert von Schirach. Ja, Jeder Mensch von Schirach, ihr seht schon, ein super kleines Buch. Das ging um, wie nennt man das nochmal, dass die Menschenrechte, die Gesetze für Menschenrechte verändert werden sollten, dass es neue Menschenrechte geben sollte, Grundrechte. Und die werden da so ein bisschen erörtert. Und ja, war ganz interessant. In diesem Buch gehört und sie hat so über dieses Buch geschwärmt, dass ich unbedingt es mir erstmal bestellen wollte. Und dann habe ich gesehen, dass Bloggerportal es anbietet als Rezensionsexemplar. Und da habe ich es angefragt und Gott sei Dank bekommen. Und zwar rede ich von Die Glasperlenmädchen. Und das ist, glaube ich, ein historischer Roman. Der spielt auf jeden Fall in zwei Zeitebenen. Worum es hier genau geht. Das Glasperlenmädchen von Lisa Wingate, das war ein Rezensionsexemplar, dementsprechend auch schon gelesen. Es war super interessant. Ich habe das dann an meine Tante weitergegeben. Es ist ein historischer Roman. Es geht um die Sklaverei und das, ich glaube, wurde da zwei Schwestern getrennt. Es spielt in der, also es spielt in zwei Zeitebenen. Es spielt zur jetzigen Zeit und zur, ich weiß nicht, wann das genau gespielt hat. Das ist schon super lang her, 3 Jahre. Aber es war super gut. Also wer historische Romane gerne liest und gerne auf zwei Zeitebenen liest, liest euch auf jeden Fall mal den Klappentext durch. Also das Glasperlenmädchen hat mir sehr gut gefallen.
Ja, es geht auch so ein bisschen in der Gegenwart darum, gibt es ja auch so Zeitungsartikel, die Menschen, die damals durch die Sklaverei Familien, die gezerrissen, also Familien, die getrennt wurden und wie sie versuchen, der Zukunft, nachdem die Gesetze sich wieder verändert haben und das mit der Sklaverei aufgehört hat, versuchen, die Familien sich wieder zusammenzufinden. Und es war schön, es war sehr, sehr schön und sehr ergreifend, sehr rührend. Aber auch kein Fall für die Rache des Sub. Ich habe die Bücher jetzt hier durcheinander auf einem Stapel. Ich zeige sie euch einfach so, wie ich sie hier habe. Und zwar ist das hier als allerletztes bei mir eingezogen. Ich rede von Dear Enemy von Kristen Callahan. Ich habe von ihr noch Game On, den ersten Band in dieser Neuauflage, noch nicht gelesen. Dear Enemy von Kristen Callahan. Also ich glaube, Dear Enemy hat mir noch ganz okay gefallen. 3, 3,5 Sterne habe ich dem damals, glaube ich, gegeben. Ja, ist auch schon gelesen. War mir zu, ja, ich würde nicht sagen zu spicy. Es gibt Spice-Szenen, aber es war mir irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, ich konnte mit ihrem Schreibstil nicht warm werden. Ja, da ging es halt um zwei. Also zwei Menschen, die schon von Kindheit Feinde sind, also die haben sich schon als Kinder nicht verstanden. Und jetzt, wo sie erwachsen sind, treffen sie zwangsläufig wieder aufeinander und müssen irgendwie miteinander zurechtkommen. Und ja, war okay, war ganz okay. Aber ich habe auch Game On dann aussortiert, nachdem ich Sweet Enemy gelesen habe. Und also es ist einfach nicht meine Autorin. Ich euch jetzt einfach ganz kurz im Schnelldurchlauf. Wenn ihr Interesse habt, und naja, ich habe eigentlich auch immer Well-Unpacking nicht sehr viel zu den Büchern gesagt, weil ich sie, wie gesagt, noch nicht gelesen habe. Auf jeden Fall, ja, von Leigh Bardugo, von Leigh Bardugo. Da haben wir schon das erste Buch, Leigh Bardugo, Das neunte Haus. Das neunte Haus von Leigh Bardugo. Das ist so ein Kandidat, da bin ich mir nicht sicher, ob das gefallen wird. Dementsprechend werde ich dazu auf jeden Fall ein Trial-Chapter drehen und werde mal reinlesen und demnach entscheiden, ob es mich direkt packt und ich es weiterlesen möchte oder ob das ein Buch ist, das ich aussortieren werde. Ich bin gespannt. Ich weiß auch nicht wirklich, worum es geht. Soll ein bisschen. Ja, soll Fantasy, aber mit so einem düsteren, also so einem richtig düsteren Aspekt, so Richtung Dark Fantasy. Ich glaube, es ist auch Urban Fantasy. Und eigentlich super interessant und für die dunkle Jahreszeit jetzt bestimmt auch ganz cool. Ja, ich werde mal reinlesen. Dann ist auch noch bei der Avell-Bestellung einmal das Lied der Krähen und das Gold der Krähen bei mir eingezogen. Und auch auf die Dialogie bin ich schon ganz gespannt. Da muss ich aber erstmal das Grisha-Verse fertig lesen. Dann ist bei mir. Ja, das Lied der Krähen und das Gold der Krähen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das behalten werde. Ich habe nur da jetzt andere Ausgaben mittlerweile da. Ich möchte die aber jetzt nicht holen, weil die im Wohnzimmer im Regal ganz oben sind, weil das ja so Special Editions sind. Ich blende sie euch ein. Ich habe nämlich die Ausgaben, die ich da habe, aussortiert, weil ich es irgendwann für schwachsinnig empfunden habe, beide Ausgaben zu Hause zu haben. Es reicht ja eine zum Lesen. Und da habe ich mir natürlich die Special Editions behalten. Dementsprechend wird auch das auf. Eigentlich muss ich es holen, damit ich es mir hier auf den Stapel lege, weil ich muss hier eh ein Try-Chapter drehen. Ich hol's. So, ich bin wieder da mit das Lied der Krähen und das ist die Special Edition, die bei mir eingezogen ist. Also die vom Knauer Verlag, die, glaube ich, auch im Englischen genauso aussieht. Die ist wirklich sehr, sehr schön aufgemacht. Wir haben auch hier hinten die ganzen Charaktere in bunt abgedruckt. Ja, ich bin sehr neugierig. Es soll ja so ein bisschen wie die Unfassbaren sein, also so eine Diebesbande. Ich bin so gespannt. Ja, also hier wird es auch ein Trade-Chapter geben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch bleiben wird. Ja, hier nehme ich nur das Lied der Krähen, weil Gold der Krähen der zweite Band ist und es wäre ja blöd, mit dem Band anzufangen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich muss ja erstmal den hier lesen. Im Zuge der Avell-Bestellung einmal Fate Darker Than Love von Bianca Josivuni eingezogen. Und Lovely Curse, der zweite Band. Und da bin ich auch schon sehr gespannt. Ich habe den ersten noch nicht gelesen, aber das werde ich jetzt auch ganz bald tun. Das werde ich ganz bald tun. Ich habe die beiden Bücher nicht mehr. Ich habe beide aussortiert. Ich habe auch in beide gar nicht reingelesen. Bianca Josivuni war für mich irgendwann, ja, habe ich festgestellt, dass das auch nicht so meine Autorin ist. Von Kira Licht habe ich tatsächlich, glaube ich, gar nichts gelesen. Aber auch da war dann das Interesse irgendwann weg und ich habe es aussortiert. Das heißt, beide Bücher nicht für die Rache des Sub. Und sind aber auch, ja, sind einfach aussortiert, ungelesen.
Noch ein Buch von Leigh Bardugo und zwar King of Scars. Und auch das ist mit der Avell-Bestellung bei mir eingezogen. Ja, ich habe halt gedacht, wenn dann schon alles auf einmal. King of Scars, das ist der erste Band zu der Geschichte von Nikolai. Das werde ich jetzt aber auch nicht hier auf die Rache des Subs setzen, weil ich das ja lesen möchte, nachdem ich das Lied der Krähen gelesen habe, weil ich glaube, das ist auch die Reihenfolge, wie man es lesen sollte. Das Grishaverse, das Lied der Krähen und dann die Geschichte zu Nikolai. Dementsprechend werde ich das, wie gesagt, nicht auf die Rache des Subs zählen, weil dazu müsste ich ja erstmal diese Dilogie lesen und dementsprechend bleiben wir bei Das Lied der Krähen jetzt erstmal, aber auch das habe ich noch nicht gelesen. So, als Geschenk ab einem bestimmten Preis von der Welt kam dann bei mir noch Diabolik, der zweite Band in Hardcover eingeschweißt an. Und ja, da werde ich mir noch ein bisschen. So, Diabolik war als Geschenk eingeschweißt, der zweite Band. Der dritte wurde ja jetzt vom Second Chance Verlag übersetzt. Ich habe tatsächlich beide Bände noch hier, habe sie aber auf meinem Aussortierstapel hier unten im Regal zu meinen ganzen aussortierten Büchern. Ich bin sie noch nicht losgeworden und habe jetzt auch die ganzen Anzeigen auf Kleinanzeigen runtergenommen, weil ich die einfach bis jetzt nicht verkauft gekriegt habe. Und das sind so die einzigen Bücher, von denen ich mich aber so offiziell Richtung Bücherschrank noch nicht von ihnen trennen konnte. Dementsprechend, eigentlich sind sie kein Fall für die Rache des Sub, auch wenn sie hier noch stehen. Sie sind ja aussortiert. Ja, ich denke nicht, dass ich dazu greifen werde. Also dementsprechend auch das kein Fall für die Rache. So, das war's jetzt, glaube ich, mit den ganzen Avell-Büchern. Jetzt kommen wir zu einer Reihe, die ich mir komplett direkt gekauft habe, weil ich sie jetzt unbedingt auch lesen möchte. Und zwar rede ich von der Grischer-Reihe. Goldene Flammen, Eisige Wellen. Ja, die Trilogie zum Grishaverse habe ich komplett gelesen. War eine ganz interessante, ganz gute, aber tatsächlich eher durchschnittlich geschrieben Reihe. Also es war eine gute Reihe. Ich mochte, es hatte Potenzial. Es hatte wirklich sehr interessante und coole Passagen, spannende Passagen. Aber so als Gesamtwerk war es eher durchschnittlich. Aber irgendwie kann ich mich trotzdem davon nicht trennen, weil ich die Geschichte trotzdem mochte. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Es ist wirklich eine eingeschränkte Empfehlung. Ihr solltet den ersten Band einfach mal ausprobieren. Ich glaube, mich hat am meisten gestört, dass ich das, also das Pairing nicht geschippt habe. Ich fand das ganz arg schlimm. Ich glaube, wenn sie mit jemand anderem zusammengekommen wäre, wäre die Story komplett anders verlaufen, es wäre viel interessanter gewesen. Ich glaube, das war tatsächlich mein Problem an der Geschichte. Aber so im Großen und Ganzen, die Welt, die Quest war sehr gut. Und ja, ich freue mich auf das Lied der Krähen, aber dazu kommen wir ja dann im Tri-Chapter. Dann ist einer der Neuerscheinungen aus dem Mai bei mir eingezogen und zwar Das unsichtbare Leben von der Edile Rue oder wie sie heißt. Ich bin mir nicht sicher, wie E. Schwab, von Wie E. Schwab. Und da bin ich schon. Das unsichtbare Leben der Adile Rue habe ich gelesen, wandert also auch nicht auf die Rache des Sub. Also bis jetzt läuft das ziemlich gut, ne? War eine wirklich unfassbar gute Geschichte. Ich mochte das Setting, beziehungsweise es gab ja auch Settingwechsel, weil es über einen längeren Zeitraum spielt. Ich mochte die Charaktere, wirklich alle. Ich mochte die Storyline. Ich mochte, wie das aufgebaut war. Ich mochte die Atmosphäre. Also wirklich, es war ein unfassbar gutes Buch und tatsächlich finde ich vom Vibe, von der Atmosphäre her vergleichbar mit, wie heißt es, Wenn die Dunkelheit endet von Constance Sawyers. Das habe ich ja schon, weiß ich nicht, vor 4 Jahren oder so gelesen. Und es hat mich so vom Vibe gefesselt und ich finde, das unsichtbare Leben der Adèle Rue ist ähnlich vom Vibe, finde ich sogar, aber von der Story so ein Ticken besser sogar. Ja, so ein bisschen. Ich fand es sehr interessant. Ich finde dieses, wenn die Dunkelheit endet, ich habe das da hinten im Regal, ich blende euch nur kurz das Cover ein, dass ihr wisst, wovon ich rede, ist so ein Adèle Rue, also das unsichtbare Leben der Adèle Rue kombiniert mit The Seven Husbands der Evelyn Hugo. Also so eine Mischung aus beidem. Der Vibe von dem Buch und so ein bisschen auch der Aufbau, aber auch teilweise der Aufbau von Evelyn Hugo. Wirklich sehr, sehr interessant. Wenn ihr beide Bücher mochtet, dann empfehle ich euch auch das noch. Ja, ich weiß nicht, wie wir jetzt darauf kommen, aber okay. Ja, ist schon gelesen. Kein Fall für die Rache. So, und die letzte Neuerscheinung, die ich mir gekauft habe, ist,
Ja, Fluch der sieben Seelen von Adeline Grace. Und das spiegelt ziemlich, aber okay. Und ich bin auch hier. Okay. Fluch der sieben Seelen. Ich schaue mal, wo ich es habe. Wo habe ich es? Fantasy ist hier. Fluch der sieben Seelen von Adeline Grace. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu sehr. Ich habe ja Belladonna von ihr gelesen und fand es richtig gut. Fluch der sieben Seelen ist jetzt schon tatsächlich jetzt auch 3 Jahre bei mir und es ist eine, soll eine richtig coole Piratengeschichte sein und eigentlich habe ich ja super Bock drauf. Ich weiß nicht, warum ich das bis jetzt noch nicht gelesen habe, aber es wird die höchste Zeit, durch ein Try-Chapter endlich mal zu schauen, ob das was für mich ist oder ob ich das aussortieren kann, weil ich weiß nicht, die Cover sind nicht so meins, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die Story total meins sein wird. Und dementsprechend, ja, das habe ich noch nicht gelesen. Da schlägt die Rache zu und das ist das dritte Buch, das beim Try-Chapter folgen wird. Kommen wir zu weiteren Rezensionsexemplaren. Und zwar ist jetzt ganz frisch bei mir eingezogen Try and Trust. Nachdem ich Fly and Forget gelesen habe, war klar, dass ich Try and Trust auch lesen möchte. Und das werde ich auch wahrscheinlich in einem Buddy-Read lesen. Mit einer ganz lieben. Try and Trust von Nena Tramontani war auch ein Rezensionsexemplar, habe ich dementsprechend auch schon gelesen. Und das war ein richtig toller Band, hat mir ziemlich gut gefallen. Die Bücher habe ich auch mittlerweile aussortiert, weil ich nicht glaube, dass ich es nochmal lesen werde. Aber mir hat die Geschichte ziemlich gut gefallen damals, wenn ihr gerne New Adult Stories lest, mit sehr interessanten Charakteren. Wir haben hier eine Protagonist, nee, unser Love Interest hier, also unser Protagonist. Der männliche Protagonist ist Künstler. Unsere Protagonistin, ja, trifft sich mit ihm und das ist so eine super leidenschaftliche Sache, die da erstmal entsteht und dann auch eine Beziehung draus, was so toll ist, war wirklich sehr, sehr toll. Ich erinnere mich wirklich noch sehr gut an die Geschichte und kann sie auch wirklich empfehlen. Also, falls ihr noch auf der Suche seid nach einem New Adult Roman, der jetzt nicht gerade total aktuell rumkursiert auf Social Media, Try and Trust von Nena Tramontani, lässt sich auch gut, also das ist der zweite Band der Trilogie, aber lässt sich auch gut unabhängig voneinander lesen. Ich glaube, das Einzige, was gespoilert wird, ist tatsächlich das Pairing. Aber wenn euch das nichts ausmacht, dann könnt ihr das gerne lesen. Ich fand den zweiten Band stärker als den ersten und den dritten Band, Play and Pretend, am stärksten tatsächlich. Also von mir große Empfehlung. Auch einen tollen Schreibstil, den Nena Tramontani hat. Kommen wir noch zu einem Rezensionsexemplar und zwar 365 Tage und man sieht, dass ich das immer noch nicht weggekriegt habe. Ich habe das Gefühl, ich habe dieses Buch schon gezeigt. Ich glaube, ich habe das bei meinem. Ein weiteres Rezensionsexemplar, 365 Tage. Ich glaube, das ist mehr der zweite Band. Oder dieser Tag. Ich weiß nicht, wie der heißt. Also es ist auf jeden Fall der zweite Band. Und der war so verdammt schlecht. Ich glaube, ich habe noch nie so ein schlechtes Buch fertig gelesen wie der zweite Band von 365 Tage. Der dritte hat mir tatsächlich am besten gefallen. Also ich würde 3-1-2, also Band 3, dann kommt Band 1 und dann kommt Band 2 von der Bewertung her. Ich fand Band 1 durchschnittlich, Band 2 fand ich so schlecht. Band 2 war so schlecht. Ich bin froh, dass ich diese Reihe nicht mehr zu Hause habe. Ich habe mir auch den zweiten Film und den dritten Film gar nicht mehr angeguckt. Ich fand auch den ersten tatsächlich gar nicht so cool. Erotik ist auch nicht so mein Genre. Dementsprechend, ja. Von mir keine Empfehlung und ist aber auch kein Fall für die Rache, denn es ist gelesen. Es tut mir so leid für die Lichtverhältnisse, ich weiß, also es wird immer dunkler, aber wir sind schon fast fertig. Und zwar habe ich hier als nächstes so ein paar Bücher, die ich bei Rebuy bestellt habe und da habe ich mir einmal endlich den letzten Band von Colleen Hoover, Weil wir uns lieben, bestellt. Ich mochte die Reihe damals sehr gern und deswegen habe ich sie mir halt jetzt. Okay, weil wir uns lieben von Colleen Hoover ist super schnell abgehakt. Ich habe ihn schon gelesen, bevor ich ihn gekauft habe. Ich wollte die Reihe nun mal hier haben, habe sie aber mittlerweile wieder aussortiert, weil ich glaube nicht, dass ich sie nochmal lesen werde, weil es Young Adult ist und ich ja mittlerweile eher mindestens New Adult bis Erwachsenenromanen lese. Dementsprechend, das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wirklich, ich habe Colleen Hoover mit der Will und Laken-Reihe kennengelernt und lieben gelernt und dementsprechend eine tolle Geschichte, aber kein Fall für die Rache. Eingezogen als gebrauchtes Buch über Rebuy ist bei mir Illuminae. Und das war irgendwie schon ziemlich teuer noch, aber es war es wert.
Ich freue mich schon sehr auf diese Geschichte. Buch Nummer 4 für mein Try-A-Chapter, Illuminae. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe auch mir noch keinen weiteren Band zugelegt. Jetzt wird es höchste Zeit. Es ist Mixed Media. Ich werde mal gucken, wie weit das erste Medium geht. Ansonsten würde ich eventuell, ja gut, bis Seite 19, vielleicht würde ich auch das zweite Medium noch dazu nehmen. Aber ich bin sehr gespannt. Science Fiction im Mixed Media Stil, Illuminae. Ich habe viel Gutes darüber gehört. Dementsprechend lasse ich mich einfach mal überraschen im Tri-Chapter. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, worum es geht. Null. Null. Ich habe es nur immer gesehen und war immer interessiert, aber ja, ein Fall für die Rache. Dann ist über Rebuy bei mir der Auftakt einer neuen Reihe eingezogen, was ich schon sehr lange lesen möchte. Und zwar, man sieht schon, Elias und Laia, der erste Band, und der ist in einem sehr miserablen Zustand hier angekommen. Ich habe es aber auch nur in gut. Okay, der nächste Reihenstart. Ich glaube, ihr wisst jetzt, was ich meine, warum ich mit Die Rache des Sub erstmal nicht in dem gleichen Sinne weitermachen möchte, weil ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Bücher auf der Rache und das sind alles Reihenanfänger. Deswegen, das Buch ist tatsächlich in einem sehr schlechten Zustand bei mir angekommen. Es ist vergilbt, es ist dreckig und es hat wirklich Kratzspuren. Der Schutzumschlag sieht katastrophal aus, aber ich habe den ja mit Tesa von innen so ein bisschen geklebt, dass er nicht weiter reißt. Dementsprechend habe ich mich entschieden, das Buch zu behalten. Und ja. Ich habe in letzter Zeit öfter mal an diese Geschichte gedacht und habe eigentlich super viel Lust drauf, aber ich bin ja gerade am Reihenabbau. Ich weiß nicht, ob ich dann spontan doch zu dieser Reihe greife und die dann auch weglesen werde, weil ich habe bis Band 3, 4 sind es ja insgesamt, aber ich hätte da super viel Bock drauf. Ich glaube tatsächlich, dass es in den Sommer ein bisschen mehr passt, weil es nach Wüstensetting aussieht, aber ja, mal schauen. Mal schauen. Ich habe Bock drauf. Ich werde es im Try-Chapter mal anlesen und das ist tatsächlich schon Band Buch Nummer 5 für die Rache. Okay, der Mai lief. Und da der zweite Band verfügbar war, habe ich den auch direkt mitbestellt. Da soll ja jetzt auch der vierte Band erscheinen. Da würde ich jetzt ganz bald auch gern den dritten mir dann kaufen und dann auch ziemlich bald. Okay, Band 2 zu Elia und Laia. Elias und Laia, das... ja, fällt ja flach, weil ich ja den ersten Band schon drauf habe. Eine Rebuy-Bestellung bei mir eingezogen und zwar Dark Elements, der erste Teil von Jennifer L. Armentrout. Und Gott sei Dank, ich habe jetzt Obsidian angefangen. Sagt mir ihr Schreibstil zu, weil ich habe so viele Bücher. Okay, das wird ein langes Try-Chapter. Hier haben wir Dark Elements, Steinerne Schwingen von Jennifer L. Armentrout. Ich bin gerade ein bisschen übersättigt mit Gargoyles durch Cadmere Academy. Es ist eine andere Autorin, es ist eine andere Geschichte. Ich werde reinlesen im Try-Chapter. Ich weiß nur, dass es um Halbwesen geht, um Dreiecksbeziehungen, um sowas wie Enemies to Lovers und ein Jugendbuch. Ich bin gespannt. Habe ich einen Fehlkauf gemacht und zwar habe ich mir den fünften... Okay, ich sehe gerade, fünfter Band von Dark Elements war eine Fehlbestellung, weil ich gedacht habe, dass ich den zweiten Band gefunden habe, aber das war der zweite Band des Spin-Offs. Dementsprechend, ja, habe ich ja erstmal den ersten Band hier. Okay, wir sind durch. Wir sind durch und auf meinem Rachestapel sind tatsächlich 6 Bücher. Und wie bereits gesagt, wird es dazu ein Try-Chapter geben. In dem Zug werde ich dann eventuell Bücher aussortieren, eventuell auch nicht. Eventuell bleiben auch alle Reihen bei mir. Das werde ich dann sehen, wenn ich reingelesen habe. Das werde ich dann merken, ob ich dann Bock habe, das zweite Kapitel weiterzulesen oder ob ich denke so, ja, okay, weiß ich nicht. Aber ja. Ich werde berichten, wie ihr werdet es sehen. Wir werden es gemeinsam angehen und dann bin ich gespannt, wie Rache des Sub für den Rest des Jahres laufen wird und ob das mit dem Try-Chapter so gut klappt. Ich danke euch fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Macht's gut, tschüss!